Das Hauptthema bei uns ist Betrug, ganz klassisch die Untreue. Bist du schon mal aufgeflogen? Ich bin ein einziges Mal aufgeflogen tatsächlich und habe aber den Fall dann trotzdem noch lösen können. Ich tue jetzt so, als würde ich dir hier was zeigen auf dem Handy. Ja. Und in Wahrheit mache ich aber ein Foto. Ich bin heute mal einen Tag lang ein Trovato, denn ich schaue mir heute mal an, wie denn eigentlich so ein Detektiv arbeitet. Dafür treffe ich Patrick Kurz. Der hat eine eigene Detektei, ist schon seit Jahren Privatdetektiv. Aber ich frage mich halt, wie läuft denn eigentlich so eine Observation ab? Was macht ein Detektiv den ganzen Tag? Und vor allem, sitzt der wirklich den ganzen Tag irgendwie im braunen Mantel auf der Couch und guckt sich die Trovatos an und irgendwelche Sherlock Holmes Filme? Gucke ich mir mal an. Let's go. Ein Tag Detektiv. Aber mein Outfit für einen Tag lang Detektiv muss natürlich stimmen. Lederjacke, Anglerhut und eine Lupe. Huh, so kann ich auch meinem heutigen Boss begegnen. Patrick Kurz, seit Jahren Detektiv. Ja, aber ich muss mal ganz kurz meine Jacke wieder ausziehen, weil das wird dann schon ganz schön warm im Sommer. Patrick, seit wann machst du denn das eigentlich so als Detektiv? Ich bin seit 2013 in der Branche tätig. Okay, und wie fing das Ganze an? Also wie wird man eigentlich Detektiv? Die meisten Kollegen oder fast alle Kollegen sind vorher in Ermittlungsbehörden tätig gewesen, das heißt, haben in der Polizei oder auch bei Geheimdiensten, beim Zoll etc. ihre Kenntnisse erworben, um in diesem Beruf eben tätig werden zu können. Ja. Bei mir war das nicht so, ich war in der Literaturwissenschaft vorher tätig, habe das studiert, also was vollkommen anderes gemacht und bin dann über eine Ausbildung zur IHK-Fachkraft Detektiv geworden. Und was für Leute sind das denn eigentlich, die so zu dir kommen und sagen so, ich brauche eine Detektiv? Ah, das sind ganz unterschiedliche Leute, die zu uns kommen. Also das sind Unternehmen, aber wir haben auch ganz viele private Leute und quer durch alle Schichten. Wir hatten vom Hartz-IV-Empfänger bis zum A-Promi schon alles Mögliche bei uns. Das Hauptthema bei uns ist Betrug, privat ganz klassisch die Untreue, wie man es auch kennt von den Klischees. Wie läuft sowas, so eine Observation ist ab? Wie funktioniert sowas? Macht ihr das irgendwie im Auto? Die meisten Observationen werden im Auto durchgezogen, wobei dann häufig auch noch so ein fußläufiger Anteil mit dabei ist. Also das entscheidet sich immer nach Zielpersonen und Aufgabenstellungen. Wir haben aber auch teilweise Observationen mit dem Motorrad oder mit dem Fahrrad. Eben je nachdem, wie sich unsere Zielperson fortbewegt, dann müssen wir uns dann anpassen. Ja. Aber du bist nicht mehr selber als Detektiv unterwegs, oder? Also ich bin nur ganz selten in verdeckten Observationen tätig, weil ich eben das Gesicht meines Unternehmens bin und es wäre unverantwortlich. Ich werde zwar nicht häufig wiedererkannt, aber es wäre trotzdem unverantwortlich, dann verdeckte Observationen durchzuführen, weil ich ja nie wissen kann, ob die Zielperson nicht vielleicht schon mal einen Zeitungsartikel oder sowas mit mir gelesen hat. Ja, war doch schön auf jeden Fall hier. Aber jetzt haben wir noch einen Termin, oder? Ja, wir müssen eine Person verfolgen, um zu schauen, was sie so treibt. Und was ist das für eine Person? Das ist ein Jugendlicher, um den sich die Eltern Sorgen machen. Und wir müssen mal gucken, ob die Sorgen begründet sind. Obwohl Patrick eigentlich nicht mehr observiert, macht er heute für mich mal eine Ausnahme, um mir den Ablauf zu zeigen. Wir machen uns mit dem Auto auf den Weg zum Termin. Erzähl mal so ein bisschen, hattest du irgendwie so einen krassen Fall, wo du dich zurückerinnerst oder irgendwas, was dich bewegt hat? So? Also besonders befriedigend ist es, wenn man Leuten wirklich weiterhelfen kann, wenn es dann auch nicht darum geht, dass man jetzt sowas Unangenehmes aufdeckt, wie jetzt zum Beispiel eine Untreue, sondern wenn man wirklich Hilfe leisten kann. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn man Familienzusammenführungen bewerkstelligen kann. Habe ich schon schöne Geschichten erlebt, dass der Vater die Tochter dann nach 27 Jahren wieder gesehen hat zum Beispiel und das dann zu einer großen Family Reunion kam und die Leute sind dann auch entsprechend dankbar und das ist ein sehr befriedigendes Gefühl letzten Endes. So ein bisschen Julia Leischig dann. Was muss man denn eigentlich als Detektiv so alles können? Gibt es da irgendwelche Voraussetzungen? Was muss man mitbringen, um den Job zu machen? Es gibt ganz, ganz viele Voraussetzungen, die allerdings auch die wenigsten mitbringen, muss man sagen. Das liegt einfach daran, dass unser Aufgabengebiet so unglaublich groß ist. Also wir haben ja nicht nur Observationen, wir haben eben auch Recherchen. Grips ist erstmal nicht ganz verkehrt, wenn man noch mehr machen möchte als einfach nur so simple Observationen. Dann braucht man ganz viel Ausdauer und ganz viel Geduld, weil man hat auch teilweise lange Standobservationen. Also das Längste, was ich mal hatte, waren 17 Stunden im Auto im Hochsommer. Die Sonne knallt den ganzen Tag drauf. Das heißt, dann muss man auch so ein bisschen hart im Nehmen sein. Wenn man dann allein ist, hat man auch Probleme mit der Notdurft zwischendurch. Da muss man dann auch eben darf man dann auch nicht so penibel sein, dass man sagt, nee, ich muss jetzt auf jeden Fall irgendwo nochmal eine tolle Toilette finden, sondern man muss dann halt so auch mal in die Punika oder in die Milchflasche reinpinkeln. Wo liegen denn eigentlich so deine Grenzen als Detektiv? Also was darfst du auf keinen Fall?
Aber ich darf extrem vieles nicht mittlerweile. Es wird auch immer schlimmer. Also zum Beispiel war es früher ein Hauptaufgabengebiet, ich meine bis Anfang der 2000er, also noch vor meiner Zeit, von Detektiven, dass sie DNA-Spuren für Vaterschaftstests besorgt haben. Ja. So, das dürfen wir heutzutage nicht mehr. Okay. Wir dürfen so ziemlich nichts von dem, was die Trovatos machen, in Räume rein fotografieren, durch Fenster rein fotografieren. Das ist alles der höchstpersönlich geschützte Lebensbereich. Das ist absolut tabu für uns. Ja. Das heißt, wir würden uns strafbar machen, wenn wir das täten. Richtmikrofone ausrichten, dass ja also auch Leute abhören. Ja, bis zu einem Teil aus dem Auto raus. Ja, das ist höchst illegal. Also, geht sowas überhaupt? Also, technisch geht das schon, ja, aber es ist illegal. Bist du schon mal aufgeflogen? Ich bin ein einziges Mal aufgeflogen tatsächlich und habe aber den Fall dann trotzdem noch lösen können. Ich habe das auch tausendmal im Kopf dann noch durchgespielt, wo hättest du dich vielleicht anders verhalten sollen. Wir hatten dann einfach das Problem noch nicht mal, dass wir der Zielperson aufgefallen wären, sondern einem Bauern, der dort regelmäßig mit seinem Trecker langfuhr. Der wunderte sich eben darüber, dass da zwei Autos standen, versetzt voneinander. Also wir hatten noch nicht mal Sichtkontakt zueinander im Zweierteam. Es war einfach so eine blöde Situation, dass dann eben durch den Tratsch im Dorf weitergetragen wurde, dass wir da waren und dementsprechend klopfte dann irgendwann die Zielperson an mein Fenster. Oh Gott, hoffen wir mal, sowas passiert uns jetzt nicht. Wir sind im Stadtzentrum von Dresden und beobachten einen Jugendlichen und prüfen somit, ob er illegale Dinge macht. Patrick erkennt ihn natürlich bei Macke sitzend. Ja, was machen wir jetzt am besten? Am besten halten wir Abstand und halten Sie unter sich Kontakt. Wir machen ein Foto, oder? Foto sollten wir auch machen. Ich tue jetzt so, als würde ich dir hier was zeigen auf dem Handy. Ja. Und in Wahrheit mache ich aber ein Foto. Ich meine, im Moment ist es sowieso nicht so wichtig, weil er mit dem Rücken zu uns ist, aber es kann natürlich immer mal sein, dass sich die Zielperson spontan umdreht. Ja. Und dementsprechend können wir jetzt so tun, als würde ich dir hier einfach was zeigen. Ist es jetzt riskant, sich da irgendwie dazuzusetzen? Oder wo könnte man sich jetzt am besten hinsetzen, so genau? Also ich würde mich hier ehrlich gesagt gar nicht dazusetzen, sondern hier drüben ein schattiges Plätzchen suchen, mit ein bisschen Sichtschutz und die Zielperson von da unter Kontrolle halten. So, jetzt sitzt ihr da auf, ja. Sehr nah. Ich hoffe, er kommt nicht in unsere Richtung, dann müssen wir jetzt nämlich schnell reagieren und uns in Deckung begeben, aber wir haben Glück, er geht in die entgegengesetzte Richtung. Jetzt lassen wir ein bisschen Abstand. Ja, ja. Und jetzt verfolgen wir ihn wieder, oder? Und gehen dann gleich hinterher, genau. Unsere Zielperson geht in einen Spieleladen. Patrick prüft die Ausgänge, geht aber bewusst nicht hinterher. Also das geht ins Untergeschoss runter. Ich meine, da gibt es dann keinen weiteren Ausgang. Das heißt, wir würden jetzt, da es sowieso seine Laufrichtung war, würden wir versuchen, ihn dann da vorne wieder abzupassen. Wir setzen uns gerade hin, müssen dann auch schon wieder hoch. Unsere Person hat das Geschäft verlassen. Es sorgt für einen unglaublichen Wiedererkennungswert, wenn man jemandem einmal in die Augen geschaut hat. Das sollte man dringlichst vermeiden beim Observieren. Wir gucken jetzt ein bisschen weg hier. Und da kommt er jetzt um die Ecke. Jetzt läuft er weiter in die Straße. Jetzt sollten wir uns dann auch wieder in Bewegung setzen und hinterher gehen. Weiter geht's. Der Auftrag soll abgebrochen werden, wenn der Jugendliche in die Straßenbahnlinie 7 steigt, dann fährt er nämlich nach Hause. Ah, er läuft gerade zur 7. Weißes T-Shirt, fährt anscheinend jetzt nach Hause. Ja, stellt sich an, geht rein. Ich würde sagen, unser Auftrag ist an der Stelle beendet. Ja, gut. Dann gute Fahrt und damit ist es hier gegessen für dich. Für heute auf jeden Fall. Okay, zugegeben, der Fall war nicht real. Der Jugendliche, der observiert werden soll, der war in Wahrheit mein Tonmann Benny. Eine echte Observation mit der Kamera zu begleiten, wäre viel zu gefährlich. Und die Chance, dabei entdeckt zu werden, wäre einfach viel zu hoch. Aber bevor das Video endet, möchte mir Patrick noch seine Detektivgeräte zeigen. Kannst du mal zeigen, was du so alles in deinem Koffer drin hast hier? Ja, sehr gern. Also die meisten Sachen sind im Alltag jetzt eher nicht so gebräuchlich. Das heißt, das ist vor allem ein Spurensicherungskoffer. Ja. Den braucht man, wenn man wirklich forensische Spuren sichern möchte. Okay. Fingerabdrücke zum Beispiel, das, was eher für Observationen in Frage kommt, sind so verdeckte Kameralösungen. Krass, okay. Das ist eine ganz einfache Armbanduhr, wie ich sie auch habe, so in etwa. Herkömmliche Armbanduhr ist nicht zu unterscheiden von einer normalen Armbanduhr. Und die hat dann hier eben ein kleines Objektiv drin. Die lässt sich für ganz viele Alltagsobservationen letzten Endes nutzen. Aber gerade in geschlossenen Räumen, wenn man zum Beispiel eng beieinander sitzt, in einem Restaurant ist das zum Beispiel gegeben, kann man sich einfach hinter die Zielperson setzen und dann sehr unauffällig, einfach indem man den Arm entsprechend positioniert. Einfach für die Uhr ein bisschen machen. Ja. Genau. Ja, kann man sich das dann aufnehmen. Und letzten Endes, wenn man es für Tonaufnahmen braucht, was eher seltener der Fall ist, wäre es dann auch noch geeignet. Ich habe noch eine andere Kleinigkeit, ja. Eine Sonnenbrille mit einer ähnlichen Funktionsweise. Also da haben wir ja auch ein Objektiv in der Mitte. Die ist jetzt natürlich nicht so super stylisch, beziehungsweise, na gut, manche Leute würden sie vielleicht stylisch finden. Für Radfahren zum Beispiel wäre das klasse. Ja. Wenn man eine Fahrradobservation hat, dann ist es auch ein bisschen schwierig, die Kamera nebenbei zu halten. Gleich mal aufsetzen? Natürlich. So. Und jetzt filme ich euch hier. Hm. Ist natürlich geil. Steht ja sogar.
geschnitten sogar. Erstaunlich gut, ja. Okay. Naja, wie pflege ich immer zu sagen, Geschmackssache. Patrick und ich fahren wieder im Auto. Mir sind noch einige Fragen zu seinem Job eingefallen. Aber so als Detektiv ist man nicht irgendwie bewaffnet unterwegs, oder? Oder ist man das Teil bei manchen Observationen? Es gibt Kollegen, die führen so Schreckschusspistolen mit. Okay. Man kriegt in der Regel keinen Waffenschein als Detektiv. Und man kommt aber auch nicht in gefährliche Situationen in aller Regel. Wir hatten mal so ein bisschen Probleme mit einer Rockerbande. Da haben wir also ein Mitglied von einer Rockerbande observiert. Und die sind auch ganz gut darin, Gegenobservationen durchzuführen. Die schützen sich ja alle gegenseitig. Ja. So, und wir hatten nur Budget für einen Sachbearbeiter. Das würde ich auch heutzutage dann nicht mehr machen, sondern da würde ich immer mindestens ein Zweierteam hinschicken zu solchen Observationen. Ja. So, und der eine, der fiel dann leider eben auf und hat dann auch entsprechende Drohungen bekommen von der Zielperson. Okay. Ist dann fürs Wochenende mit Frau und Kind erstmal weggezogen und hat das Ganze beobachtet, beobachten lassen, ob da irgendwelche Leute nun vor seinem Haus kampieren. Aber es hat sich dann zum Glück alles in Luft aufgelöst. Also das waren letzten Endes leere Drohungen. Aber es wird eben natürlich schon ein bisschen anders dann in der Situation als Ermittler. Gut, vielen Dank nochmal. Sehr gern. Und das war's mit diesem Video. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und ciao, Kakao. Ciao.